Gut. Jetzt aber, Frau Annabel Körner, ich freue mich, dass Sie gekommen sind vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle an der Saale. Ehemalige Tübinger Studentin von mir, freut mich sehr. Sie hat mir erzählt, dass sie gerade abgegeben hat, ihre Doktorarbeit. Das heißt, das ist jetzt ein Resümee schon ihrer Ergebnisse. Ja. Freut mich sehr, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank für die Vorstellung und guten Morgen. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute einen Aspekt meines Promotionsprojekts vorstellen kann, insbesondere weil es eben auch gerade eingereicht wurde. Und meine Dissertation trägt den Titel Child in Every Family, Family Planning, Infertility and Assisted Reproduction in Tbilisi, Georgia. In ihr befasse ich mich mit den Erfahrungen kinderloser Frauen im urbanen Georgien und insbesondere damit, wie sie Unfruchtbarkeit feststellen, erklären und behandeln. Forschungsleitend für mein Projekt war vor allem die Frage, wie assistierte Reproduktion in bestehende biologische, soziale, religiöse und rechtliche Konzepte von Reproduktion, Verwandtschaft und Deszendenz eingebettet ist, insbesondere vor dem Hintergrund der Verfügbarkeit von assistierten Reproduktionstechnologien, auf Deutsch auch neue Reproduktionstechnologien genannt. Um diese Frage beantworten zu können, schlage ich einen weit gefassten Begriff der assistierten Reproduktion vor, welcher nicht nur assistierte Reproduktionstechnologien wie künstliche Befruchtung und Leihmutterschaft beinhaltet, sondern auch die vielfältigen Möglichkeiten an nicht-biomedizinischen Heilungsstrategien, etwa den Besuch bei Heilpraktikern, aber auch religiöse Heilung und Pilgerfahrten, von denen ich auch ein paar Fotos mit in die Präsentation eingebaut habe, sowie Adoptionspraktiken und die soziale Unterstützung durch Verwandte, Freunde, Heiler und Priester. Kurz zu meinem Forschungsfeld. Ich habe meine Feldforschung von August 2016 bis Juli 2017 in Georgiens Hauptstadt Tbilisi durchgeführt, in einer Stadt mit etwa 1,1 Millionen Einwohnern, in einem Land mit einer Bevölkerung von 3,7 Millionen. Zum Zeitpunkt meiner Feldforschung gab es dort etwa 7 Kinderwunschkliniken, welche sich ausschließlich mit der Behandlung von Unfruchtbarkeit befasst haben. Einige Kliniken haben ihre eigenen Leihmutterschafts- und Spenderprogramme, andere arbeiten mit entsprechenden Agenturen zusammen, welche sich darum kümmern, passende Spender für die Paare zu finden, die Verträge vorzubereiten, sowie die Reise und die Unterkunft für die Wunscheltern. Zwar lehnt die georgische orthodoxe Kirche die Nutzung von assistierten Reproduktionstechnologien generell erstmal ab, doch haben sie sich mittlerweile als fester Bestandteil im Entscheidungsfindungsprozess um die Suche nach einem Heilmittel von Kinderlosigkeit etabliert. Und obwohl nicht jedes kinderlose Paar bereit ist, diese Möglichkeiten zu nutzen, so beeinflusst die Potenzialität dieser Technologien dann doch die Wahrnehmung von Kinderlosigkeit sowie die Einschätzung aller anderen Formen von assistierter Reproduktion. Durch die Möglichkeit, selbst bei Unfruchtbarkeit sein eigenes Kind zu bekommen, fördern assistierte Reproduktionstechnologien einen Diskurs der Hoffnung und des Durchhaltewillens, welcher kaum die Möglichkeit ungewollter Kinderlosigkeit akzeptiert. Der soziale Umgang mit Kinderlosigkeit bleibt dabei immer ambivalent. Zwar birgt das direkte Ansprechen von Unfruchtbarkeit die Gefahr, Grenzen von Privatsphäre zu überschreiten und mit impliziten Regeln des Anstands zu brechen, und viele Eltern halten die Nutzung von Methoden der künstlichen Befruchtung erstmal geheim. Gleichzeitig sind Gespräche über Elternschaft und Kinder integraler Teil des normalen sozialen Umgangs miteinander und daher allgegenwärtig, sodass die Kinderlosigkeit eines Paares im Alltag sehr sichtbar ist. Tatsächlich ist es so, dass das georgische Recht bereits seit 1997 alle gängigen Formen von assistierten Reproduktionstechnologien erlaubt. Also auch die künstliche Befruchtung mittels Spendergameten, das heißt Eizellen und Samenspende, sowie die kommerzielle Leihmutterschaft, solange es sich bei den Wunscheltern um ein verheiratetes heterosexuelles Paar oder eine alleinstehende Frau handelt. Weder Spender noch Leihmütter haben das Recht, als Eltern anerkannt zu werden. Das Geburtszertifikat des Kindes wird direkt an die Wunscheltern ausgestellt. Kliniken werben mit diesen minimalen gesetzlichen Regelungen, den nicht anonymen Spendern und den vergleichbar günstigen Preisen, was in Georgien insbesondere für ausländische Paare attraktiv ist. Für die georgischen Paare aber, mit denen ich für diese Forschung gesprochen habe, ist die Kinderwunschbehandlung mit extrem hohen Kosten verbunden, da weder die Krankenkasse noch der georgische Staat Teile der Behandlungskosten übernimmt.
Häufig mussten sie selbst für einen Zyklus künstlicher Befruchtung zum Teil über mehrere Jahre sparen, sich Geld von Verwandten leihen oder hohe Kredite aufnehmen, welche zur Unsicherheit der Situation beigetragen haben. Ich möchte kurz auf das Thema der Unsicherheit bzw. diese Motive der Hoffnung des Durchhaltewillens näher eingehen. Ausgestattet mit einer Never-Enough-Quality, und damit beziehe ich mich auf Margaret Sanulowski, ist es eine inhärente Eigenschaft der Reproduktionstechnologien, ungewollte Kinderlosigkeit nicht als sozialen Zustand zu akzeptieren, sondern Unfruchtbarkeit als Krankheit zu behandeln. Erfolg und Misserfolg der Behandlungen sind häufig nur schwer zu erklären. Das Muster der wiederholten Behandlungszyklen verspricht jedoch die Hoffnung auf Erfolg, solange die Paare den entsprechenden Durchhaltewillen zeigen und über die notwendigen finanziellen Mittel, aber auch emotionale und physische Kraft für weitere Behandlungen verfügen. Auch wenn assistierte Reproduktionstechnologien kinderlosen Paaren die Möglichkeit bieten, ihr eigenes Kind zu bekommen, so ist die Nutzung bestimmter Technologien nicht nur durch finanzielle Zwänge, sondern auch durch religiöse und moralische Überlegungen begrenzt. Kulturspezifische Wahrnehmungen von Verwandtschaft und den dazugehörigen Praktiken sowie Erwartungen an die genetische Beschaffenheit des Kindes und damit verbundene Eigenschaften prägen und limitieren die Nutzung bestimmter Reproduktionstechnologien, sodass Kinderwunschkliniken und Spenderagenturen ihr Angebot entsprechend anpassen müssen. Auf diese Aspekte möchte ich jetzt im zweiten Teil näher eingehen. Und als erstes möchte ich Ihnen hierfür ein Zitat aus meiner Forschung zeigen. Hier beschreibt Theona, eine junge Mutter von zwei Kindern, dass der Onkel ihres ersten Freundes zugleich der Patenonkel ihres Cousins war. Theona ist sich selbst unsicher, ob diese Beziehung legitim war oder nicht, auch wenn sie weiß, dass ein Priester eine solche Beziehung untersagen würde. Ihre Familie sah kein Problem, der Onkel jedoch bezeichnete die Beziehung als unmöglich, da Theona und ihr Freund Verwandte seien, obwohl keine Blutsbeziehung bestünde. Da es sich um eine Patenbeziehung handle, sei das Problem sogar noch größer. Ich zeige Ihnen dieses Zitat, um kurz auf das Exogamiegebot im georgischen Verwandtschaftssystem hinzuweisen. Traditionelle Verwandtschaftskonzeptionen in Georgien beinhalten ein recht umfassendes Exogamiegebot. Generell ist es so, dass das georgische Verwandtschaftssystem zwar patrilineale Aspekte aufweist, etwa in Bezug auf Identitätszuschreibungen oder auch Gruppenloyalität, Deszendenz aber kognatisch gedacht wird. Prinzipiell werden drei Arten von Verwandtschaft unterschieden: Konsanguinität, Affinität und spirituelle Verwandtschaft, welche als Milchverwandtschaft, Formen der ritualisierten Blutsbruderschaft, aber auch religiöse Patenschaft sich zeigt. Verwandtschaft betont dabei geteilte körperliche Substanz. Der Grad von Verwandtschaftsbeziehungen wird durch Nähe und Distanz bestimmt. Nähe und Distanz sind es auch, die Regeln der Exogamie definiert werden. Die orthodoxe Kirche gibt hierzu bestimmte Heiratsregeln vor, die man hier sehen kann. Ich habe die einer religiösen Broschüre entnommen und dann in eine für Ethnologen etwas leichter lesbare Form gebracht. Und rechts sieht man, dass Alexi Irene heiraten darf, da die Beziehungen insgesamt 8 Personen gezählt von einem gemeinsamen Vorfahren umfasst. Auf der linken Seite sind es nur 7 Personen, deswegen ist diese Heirat nicht möglich. Das traditionelle georgische Exogamiegebot ist aber noch um einiges umfassender, und in meiner Arbeit argumentiere ich, dass Ehe, Geschlechtsverkehr und Reproduktion konzeptionell miteinander verbunden sind, sodass sich das Exogamiegebot auf das Vermeiden des Mischen von Blutes bezieht, also enge Verwandte, die ein Kind miteinander zeugen. Zwar waren sich alle meine Gesprächspartner einig darüber, dass das Mischen des Blutes vermieden werden sollte, die Regeln schienen jedoch nicht immer klar zu sein. Traditionell wird von 7 Generationen, im Falle von spiritueller Verwandtschaft auch von 12 oder sogar 14 Generationen des Heiratsverbotes ausgegangen. Nun ist aber kaum eine Familie dazu in der Lage, Verwandtschaftsbeziehungen für so viele Generationen zurückzuverfolgen. In der Praxis wird daher meistens eine etwas einfachere Regel angewandt. Jede bekannte Verwandtschaftsbeziehung ist bereits zu nah, und sobald ein gemeinsamer Vorfahre bekannt ist, sind diese Personen zu nah, um einander zu heiraten. Das gilt zum Beispiel auch für gemeinsame Nachnamen. Zusätzlich zu Fragen der Nähe und Distanz waren die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sich häufig uneinig über die Qualität der spirituellen Verwandtschaftsbeziehungen im Vergleich zur Blutsverwandtschaft. Idealerweise sollte die spirituelle Verwandtschaft reiner und stärker sein,
Doch in der Praxis werden nicht substanzielle Beziehungen flexibler interpretiert als solche, die auf Blut, Fleisch oder Genen beruhen. Blut und Fleisch sind typische Metaphern, um Verwandtschaft auszudrücken. Aber mittlerweile spielen auch Gene eine Rolle. Während die ersteren jedoch genutzt werden, um Zugehörigkeit zu erklären, sind Gene mit der Vermittlung von Charakteristiken zwischen Generationen in einer bestimmten Gruppe, aber auch der Gesundheit verbunden. Jemand kann gute oder schlechte Gene haben, die Genetik einer Person kann unbekannt sein und man sollte seine Genetik kennen. Die Sprache der Genetik ist somit an einen wissenschaftlichen Diskurs und populäres Wissen gebunden. Dieses Verständnis von Genetik als Vermittler von Eigenschaften geht jedoch über das Aussehen und die Gesundheit des Kindes hinaus. Etwa wird davon ausgegangen, dass ein Adoptivkind aus dem Ausland schwieriger zu erziehen ist, da der Charakter der biologischen Eltern nicht bekannt ist. Adoptiveltern sind also nicht in Kontakt mit den Genen des Kindes. Charakter, aber auch Tradition und Mentalität werden als Eigenschaften verstanden, welche in das genetische Material einer Person eingraviert sind. Unter Berücksichtigung dieser Bedeutung von Substanz wird deutlich, warum viele Paare sowohl der Adoption, aber auch der Eizellen- und Samenspende gegenüber skeptisch sind. Die Bedeutung, die der Herkunft des Kindes beigemessen wird, erinnert an die aktuelle europäische Diskussion zur Offenlegung von Spenderdaten und dem Recht einer Person, ihre eigene Herkunft zu kennen, jedoch in umgekehrter Argumentation. In der europäischen Diskussion wird das Recht einer Person auf das Wissen um die eigene Herkunft, also die Identität der biologischen Eltern, als wichtiger Baustein für das eigene Selbstverständnis wahrgenommen. Genetik und Personensein sind eng miteinander verknüpft. Gerade in Bezug auf die Samenspende und die anonyme Geburt haben einige Gerichtsurteile das Recht der Kinder an ihre eigenen Identität zulasten des Rechtes der biologischen Eltern auf Anonymität gestärkt. Im Gegensatz dazu betonen georgische Paare die Wichtigkeit der Herkunft des Kindes für die Beziehung zwischen Eltern und Kind sowie für die eigene Erziehung. Die Gesetzgebung spricht den Kindern jedoch kein Recht auf das Wissen über die Identität der biologischen Eltern zu, unterstützt weder die Offenlegung der Adoption noch der Eizellen- und Samenspende. Aufgrund der Bedeutung von Blutsverwandtschaft wird davon ausgegangen, dass ein solches Wissen die soziale Familie destabilisieren könnte und georgische Paare tendieren dazu, Adoption und künstliche Befruchtung geheim zu halten, sowohl vor ihrem sozialen Umfeld als auch vor den betroffenen Kindern. Die Vorstellung der Vermittlung von Eigenschaften, aber auch die Angst davor, verwandtschaftliche Beziehungen nicht mehr nachvollziehen zu können, beeinflusst die Nutzung von assistierten Reproduktionstechnologien. Die Zitate, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, stammen jeweils von Nona, einer 37-jährigen Filialleiterin, welche selbst künstliche Befruchtung nutzt, sich aber klar gegen Samen- und Eizellenspende ausspricht, und von Tamro, einer 42-jährigen Journalistin, die bereits einen erfolglosen Zyklus künstlicher Befruchtung mit Spendersamen hinter sich hat. Alle Paare, mit denen ich gesprochen habe, betonen als erstes, dass sie ihr eigenes Kind haben möchten, ihr eigenes Fleisch und Blut, da die substanzielle Verbindung zu mehr Nähe führe und sie ihr Kind besser kennenlässt. Während also künstliche Befruchtung mit dem eigenen genetischen Material als weniger problematisch angesehen wird, gefährdet die Eizellen- und Samenspende die Idealvorstellung des eigenen Kindes. Darüber hinaus sind Spendermaterialien fremd, da keine persönliche Beziehung zum Spender besteht. Tamro und ihr Ehemann haben sich zum Beispiel für eine künstliche Befruchtung mit Spendersamen entschieden. Tamro hat die fremde Substanz in ihrem Körper als Bedrohung empfunden. Sie fühlte sich entfremdet von dem potenziellen Kind, welches sie für kurze Zeit in sich getragen hat, auch wenn dieses Kind kaum mehr ihr eigenes hätte sein können. Immerhin wurde ihre eigene Eizelle verwendet und der Embryo wurde von ihrem Körper versorgt. Dennoch erschien er ihr fremd. In ihren Augen vermisst diese Beziehung emotionale Wärme, aber auch Wissen um die Herkunft des Kindes. Auf diese Weise werden unbekannte und potenziell gefährliche Eigenschaften eingebracht, erst in den Körper der Frau, dann in das Verwandtschaftsnetzwerk. Die größte Gefahr geht jedoch davon aus, dass Verwandtschaftsbeziehungen nicht mehr nachvollzogen werden können, sodass potenziell inzestuöse Beziehungen zwischen unbekannterweise miteinander verwandten Personen in einem so kleinen Land wie Georgien nicht mehr ausgeschlossen werden können, wie sowohl Tamro als auch Nona hier betonen. Das Brechen mit dem Exogamiegebot wird nicht nur als moralisch verwerflich und als Abweichung von religiösen Normen verstanden, sondern auch als gesundheitliche Gefahr. Aus dieser Perspektive stellt die Gametenspende letztlich eine Bedrohung für das Fortbestehen der Nation dar, insbesondere in einem Land mit einer so geringen Bevölkerungsanzahl, in dem die Anzahl an potenziellen Heiratspartnern limitiert ist. Somit handelt es sich nicht bloß um eine individuelle Entscheidung, die Paare für sich treffen müssen,
sondern die Entscheidung betrifft die Reproduktion der gesamten Gesellschaft. Ethnologische Studien zu assistierten Reproduktionstechnologien aus anderen lokalen Kontexten weisen häufig darauf hin, dass sich viele kinderlose Paare Spender suchen, zu denen sie eine enge Verbindung fühlen, etwa die eigene Schwester als Leihmutter oder Eizellenspenderin oder Spender aus der eigenen ethnischen Gruppe oder mit ähnlichen Erscheinungsmerkmalen, um somit der Norm zu entsprechen, dass Kinder ihren Eltern ähneln sollen. Und obwohl die Ähnlichkeit zwischen Verwandten auch in Georgien eine wichtige Rolle spielt und gerne betont wird, dass sich Eltern und Kinder ähnlich sehen sollten, schrecken viele Paare davor zurück, einen Spender aus der eigenen ethnischen Gruppe auszuwählen. Stattdessen bevorzugen viele Spender aus dem Ausland, um damit das Risiko unbewusster Verwandtschaftsbeziehungen zum Spender oder zwischen dem Kind und seinem zukünftigen Ehepartner zu vermeiden. Bei vielen Paaren sind daher Spender aus Nord- oder Mitteleuropa besonders beliebt, welche auch optisch den Wunschvorstellungen vieler Paare entsprechen, was nochmal ein anderes Thema ist, auf das ich hier aber nicht näher eingehen kann. Kinderwunschkliniken und Spenderagenturen kennen natürlich die Ängste und Präferenzen ihrer Patienten und passen ihre Spenderprogramme entsprechend an. Genauso wie sie Eizellen von jüdischen Spendern für jüdische Paare anbieten und Caucasian Donors auf ihren englischsprachigen Websites für Paare aus Europa und den USA bewerben, so wissen sie auch um die Notwendigkeit, potenzielle Verwandtschaftsbeziehungen für georgische Paare auszuschließen. Die entsprechenden Spenderprogramme sind entweder teilweise oder auch gar nicht anonymisiert, sodass Wunscheltern genaue Informationen über die Spender erfragen können, etwa den Herkunftsort oder den Namen der Großeltern. Eine Mitarbeiterin einer Spenderagentur hat mir erzählt, dass ausländische Paare nicht an diesen Arten von Informationen interessiert sind, georgische Paare jedoch immer den vollen Namen des Spenders sowie Teile seiner Familiengeschichte mitgeteilt werden. Der volle Name, diese Informationen zu teilen, ist komplett unproblematisch, da aktuell keine Regelungen zur Spenderanonymität in Georgien existieren, wie man auch an dem Zitat dieser Ärztin sehen kann. Entsprechend der Definition von Monika Konrad von Anonymität als ein Fehlen an Informationen über die Identität des Spenders und Geheimhaltung als Verbergen der Art der Empfängnis des Kindes lässt sich das georgische System der Eizellen- und Samenspende durch ein niedriges Maß an Anonymität und ein hohes Maß an Geheimhaltung charakterisieren. Ganz im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern, in denen Anonymität in der Gametenspende lange die Norm war, während sowohl Geheimhaltung als auch Anonymität in den letzten Jahren immer stärker geschwächt wurden, sowohl durch die Eltern, welche den Wert von Transparenz und Ehrlichkeit in der Familie betonen, und Spenderkinderorganisationen, welche auf das Recht, die eigene Herkunft zu kennen, bestehen. Es zeigt sich somit ein generelles Unbehagen mit der Gametenspende, da befürchtet wird, dass die fehlende Verfolgbarkeit von Deszendenz zu Inzest und Verletzung des Exogamiegebots führen könnte. Kliniken und Spenderzentren reagieren auf diese Befürchtung, indem sie umfassende, nicht anonymisierte Informationen über die Abstammung ihrer Spender offenlegen. Denn zukünftige Eltern verlangen danach die Abstammung, die Blutsbeziehungen, aber auch die genetischen Veranlagungen ihres potenziellen Kindes genau zu kennen. Mit meinem Projekt möchte ich zeigen, wie Menschen mit begrenzten Ressourcen versuchen, mit ungeplanter Kinderlosigkeit umzugehen. Hierbei begehen sie neue Wege, limitieren sich aber auch auf Praktiken, welche sie mit ihren Kosmologien sowie ihren kulturellen und moralischen Konzeptionen in Einklang bringen können. Auch wenn ich mit diesem Projekt die potenziell destabilisierenden Faktoren von assistierten Reproduktionstechnologien berücksichtige, so zeigen die Ergebnisse meiner Forschung doch eindeutig die Resilienz traditioneller Verwandtschaftskonzeptionen, welche Konsanguinität, die Weitergabe von Eigenschaften durch biogenetische Substanzen sowie die Kongruenz von Zeugung und Reproduktion betonen. Dankeschön. Ja, vielen Dank.